Wir hatten heute um 14.15 Uhr ein starkes Hagelschauer, örtlich begrenzt auf den Bereich hier 500 Meter vor dem Autobahndreieck Ahlhorn. Auf der Richtungsfahrbahn Bremen ist es zu insgesamt 3 Verkehrsunfällen aufgrund dieses Hagelschauers gekommen. Ich dachte, ich fahre in Starkregen rein, aber es war doch Hagel, habe das Auto vor mir sich drehen sehen. Und wir haben uns beide dann auf den Standstreifen gestellt mit Warnblinker, sind dann aber schnell raus in die Leitplanke, man weiß ja, es ist besser. Und dann hat es da vorne schon gekracht. Und dann sah ich von hinten in meinem Rückspiegel, nachdem ich meine Warnblinkanlage eingeschaltet hatte, wie der polnische LKW mit recht hohem Tempo kam. Und ich sagte dann in dem Moment zu meiner Frau, der erwischt uns. Ja, Alarmierung war ein schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Beim Eintreffen stellten wir fest, dass durch einen Hagelschauer sich mehrere PKWs hier in dem Unfall beteiligt waren. 2 Personen waren leicht eingeklemmt, nicht verletzt. Auf unserer Fahrbahnseite waren nur leicht Verletzte, Gott sei Dank. Im gleichen Moment hat sich auf der Gegenfahrbahn ein schwerer Unfall ereignet mit Schwerverletzten. Insgesamt waren im Einsatz neben der Feuerwehr Ahlhorn in voller Stärke 18 Krankenwagen, 2 Notärzte und ein leitender Notarzt.